Seit Afghanistan ist es immer dasselbe mediale Strickmuster. Man betone den totalitären Charakter der jeweiligen Regierungen in der Öffentlichkeit und schon hatte man das zähneknirschende Plazit auch der linksliberalen Öffentlichkeit für einen militärischen Eingriff. Das war im Irak so, das wiederholte sich in Libyen und läuft auch nach dem gewohnten Muster für den gegenwärtigen Syrien-Konflikt ab. Klar ist indes heute, dass die jeweiligen oppositionellen Aufstände auch von außen benutzt werden und wurden, um das geopolitische Gleichgewicht im Nahen Osten zugunsten des Westens bzw. Saudi-Arabiens und Katar und natürlich auch zugunsten der Türkei zu verschieben. Das syrische Volk, das ist mittlerweile klar zu erkennen, wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Es flieht aus reiner Verzweiflung aus den Kampfzonen und sucht Zuflucht etwa in Jordanien, wo es mittlerweile schon eminente Versorgungsprobleme gibt. Bei uns im Studio haben wir jetzt Manfred Ziegler, der Syrien mehrfach bereist hat und bestens mit der politischen Lage vertraut ist und vor allem Arabisch spricht. Vielleicht erzählst du, Manfred, zum Einstieg was über deine Eindrücke von deinem letzten Besuch in Syrien Anfang dieses Jahres. Ja, hallo erstmal. Meine letzte Reise nach Syrien war im April dieses Jahres. Und damals war bei uns ja schon alles schon lange voll, die Zeitungen mit den Gräuelberichten über das, was in Syrien geschieht. Ich bin mit einer Freundin aus der Schweiz nach Syrien gefahren und wir haben Freunde in Syrien und wir wussten, dass nicht alles so war, wie es bei uns in den Medien geschildert wurde. Aber es war trotzdem so, als ich in London dann in das Flugzeug gestiegen bin. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so wackelige Füße gehabt wie da. Und bin aber trotzdem eingestiegen, mitgeflogen. Sind wir in der Nacht dann in Damaskus angekommen, sind abgeholt worden von einem Freund, sind nach Germana gefahren und dort war alles ruhig. Die Hunde haben gebellt, die Hähne haben gekräht, aber sonst war alles ruhig und wir sind dann schlafen gegangen, nächsten Morgen aufgestanden. Spaziergang durch Cheremana gemacht. Cheremana ist in der Nähe von Damaskus, ist ungefähr 20 Minuten mit dem Taxi von der Stadtmitte entfernt, zählt zum ländlichen Umkreis von Damaskus und ist da aber ein sehr belebter Ort. Damals war es, wie gesagt, alles friedlich. Es gab da ein wunderbares Geschäft, in dem man auch Tee einkaufen konnte, ganz modern. Junge Mädchen, die den Tee für alle Wehwehchen, die man haben kann, verkauft haben, war sehr interessant. Ich habe gerade ganz kurz eine Zwischenfrage zum Verständnis. Damaskus war damals noch nicht umkämpftes Gebiet. Es gab zu der Zeit Kämpfe in vielen Bereichen Syriens, aber in der Hauptstadt wenig. Es gab damals schon in Ghouta, das ist ein weiterer Vorort, und in Douma, das ist ein weiterer Vorort von Damaskus, gab es schon auch Auseinandersetzungen. Und bevor wir zurückgeflogen sind, haben wir da in der Nacht dann auch einige Schießereien gehört, aber sonst war es ruhig und friedlich damals. Ist es eigentlich ein Bürgerkrieg, wie es bei uns in den Medien immer noch verkauft wird, oder etwas gänzlich anderes? Immer dubioser, jedenfalls erscheinen mir die diversen, oft zerstrittenen oppositionellen kämpfenden Parteien, jetzt neuerdings per Zauberhand vereint, wenn du uns da vielleicht ein wenig aufklären würdest. Mache ich gern. Das wird aber ein bisschen dauern, ein paar Minuten. Kein Problem, wir haben Zeit. Ist es ein Bürgerkrieg? Ich glaube, es war von Anfang an ganz massiv der Einfluss des Auslands, der die Situation in Syrien angeheizt hat. Nicht erst seit dem April und den Vorgängen in Deraa, sondern davor schon. Es gab davor schon Websites, die gepredigt haben, stürzt Assad und kämpft gegen die Regierung. Das war also schon bevor die ersten Demonstrationen in Syrien überhaupt stattgefunden hatten, aufgrund der Ereignisse in Kairo der Fall gewesen. Ist es ein Bürgerkrieg? Ich glaube, es ist mindestens, es ist ja immer deutlicher geworden in der letzten Zeit, jeder Staat der NATO brüstet sich ja damit, dass er die Aufständischen mit Waffen unterstützt, mit Geld unterstützt. Da von einem reinen Bürgerkrieg zu sprechen, verbietet sich von selbst. Wenn ich mir überlege, was Hillary Clinton vor kurzem gesagt hat, dass die Menschen, die da in diesem Nationalkomitee da zusammensitzen, wie Hillary Clinton gesagt hat, und ich glaube, sie hat da recht, alles abgehobene Emigranten sind, die keine Ahnung haben von dem, was sich in Syrien abspielt, dann spricht es ja schon ein bisschen dafür, was da der Fall ist. Und sie hat gesagt, wir wollen dann mehr von den Leuten in diesem Rat haben, die da an der Front kämpfen und sterben. Und dass der ganze Einfluss, den die USA damit zeigen, ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Hinweis dafür, dass es eben nicht nur ein Bürgerkrieg ist, sondern dass da ganz massiv von außen
agiert wird. Im Studio haben wir immer noch Manfred Ziegler zu Gast, der Syrien bestens kennt und mit der politischen Lage dort vertraut ist und auch Arabisch spricht. Was ganz wichtig ist bei den Entwicklungen in Syrien, ist, dass von Anfang an ein mediales, eigentlich ein Krieg der Medien geführt wurde. Und ich meine damit nicht im übertragenen Sinne irgendwie, dass Medien da schlecht oder böse berichten, sondern ein Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Krieg mit Explosionen, mit Bomben, mit Informationsbomben, die tatsächlich auch Schaden anrichten. Es ist heutzutage, weiß man ja, ich glaube, viele Menschen, die sich mit dem Thema Syrien beschäftigt haben, wissen, dass vieles von dem, was in den Medien berichtet wird, so nicht stimmt. Wenn man aber das in Syrien erlebt, es ist dann so, dass es tatsächlich Informationsbomben gibt. Ich will ein Beispiel geben. Ich saß im April mit einer jungen Syrerin zusammen. Sie ist Lehrerin an der Universität und sie hat mir erzählt, als es anfing mit den Demonstrationen und den medialen Berichten über Syrien, war sie ganz krank, weil sie nur von dem Blutvergießen und von den Untaten der Regierung im Fernsehen bei Al Jazeera und all den Nachrichten gesehen hat. Sie war ganz krank, weil es war ihre Regierung, der das vorgeworfen wurde. Ihre Regierung nicht nur in dem Sinn, dass die Regierung ihr den Lohn bezahlt hat. Die Regierung hat ja auch ein Stipendium bezahlt in Frankreich. Sie musste jetzt mit ihrer Arbeit das Stipendium zurückzahlen. Und es war ihre Regierung, die all dessen beschuldigt wurde. Und sie war 4 Wochen, hat sie mir gesagt, sie war 4 Wochen krank im Bett gelegen und konnte überhaupt nichts mehr tun. Das war das, was Auswirkungen dieser Informationsbomben sind. Sie hat sich dann irgendwann den Entschluss gefasst, Menschenskinder, ich wohne doch hier im Land, ich habe doch Familie in Latakia, ich frage meine Familie, was eigentlich wirklich geschehen ist. Und da hat sie festgestellt, dass vieles von den Nachrichten eben erfunden, übertrieben oder falsch dargestellt ist. Und hat für sich jetzt gelernt, zwischen Wahrheit und Propaganda zu unterscheiden. Diese medialen Bomben haben leider noch eine andere Auswirkung. Wenn man feststellt, dass so viel gelogen ist, irgendwann kommt man dahin und sagt, es ist alles gelogen. Und das ist ja nun leider auch nicht so. Das führt dazu, dass viele Menschen eigentlich nicht oder manche nicht richtig kritisch sich mit der Situation auseinandersetzen können. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Und heißt es praktisch, dass Al Jazeera, das ist ja ein Sender von Katar oder wird von Katar aus gesendet? Ja. Ne? Das muss man dazu, denke ich, auch sagen, dass man weiß, wo eben dieser Einfluss herkommt. Es ist ja nicht nur so, dass Al Jazeera, der eines der Hauptsprachrohre in diesem medialen Krieg gegen Syrien ist, dass es von Katar kommt und von Katar bezahlt wird. Man muss dazu auch sagen, dass zu der Zeit, als diese Geschehnisse in Syrien begannen, Al Jazeera versucht hat, auf den amerikanischen Kabelmarkt zu dringen. Sie waren da bis vor ungefähr einem Jahr nicht vertreten und dann aber im Zuge der Berichterstattung über Syrien ist es auch Al Jazeera gelungen, auf den amerikanischen Kabelmarkt zu kommen und dort die entsprechenden Profite auch einzustreichen. Trotzdem, Frage Bürgerkrieg oder nicht, es ist so, dass sehr viele Menschen in Syrien unzufrieden waren, im ländlichen Bereich aus vielen Gründen, viele aus Gründen der Religion, weil sie mit den säkularen Staaten nicht zurechtkommen wollten, viele auch, weil sie, es ist in vieler Hinsicht auch ein soziales Problem, es gab da Veränderungen, Entwicklungen, die zu Ausgrenzungen auch geführt haben und viele von den Ausgegrenzten waren natürlich gegen die Regierung. Auch bei uns gibt es viele Menschen, die ausgegrenzt werden und die gegen die Regierung sind. Nur bei uns ist nicht im Hintergrund eine Macht, die sagt, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt morden und alles Mögliche machen, kämpfen. Ihr kriegt Waffen von uns, ihr bekommt Geld von uns, solange ihr Assad bekämpft. Und mit diesem Versprechen im Hintergrund ist natürlich der Bürgerkrieg angeheizt worden. Das Stichwort ist gefallen, das Assad-Regime. Es ist mit Sicherheit als eine Diktatur der harten Hand
zu betrachten. Im Nachhinein betrachtet garantierte es natürlich auch die relative Stabilität der jeweiligen religiösen Ethnien. Schwierig dazu eine Meinung zu haben. Was ist denn deine? Ehrlich gesagt finde ich es nicht schwierig, eine Meinung zu haben. Meine Meinung dazu ist, dass viele Menschen in Syrien nach wie vor die Stabilität schätzen, die Syrien lange Zeit ausgezeichnet hat. Wenn man sich überlegt, im Nachbarland Irak, welches Gemetzel dort stattgefunden hat, welchen Krieg die USA dort losgetreten haben und welche Gewalt und Morden und Tod im Gefolge dieses Krieges, wie viele Hunderttausende oder Millionen Menschen umgekommen sind, ich weiß es nicht. Und die ganze Zeit ist es in Syrien gelungen, das Land friedlich zu halten und die Menschen leben zu lassen. Das ist etwas, was heute bei uns überhaupt nicht wertgeschätzt wird, was aber in Syrien durchaus sehr hochgeschätzt wird. Syrien war ein Staat, der auf jeden Fall geändert werden muss. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen ist auch die Frage nicht, ob Assad jetzt böse ist oder nicht böse oder ob Assad, wie viele Menschen in Syrien glauben, für Stabilität und Sicherheit sorgt, sondern das Entscheidende ist, dass Syrien sich ändert. Ja. Und in Syrien hat sich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren nicht nur im Sinne des Blutvergießens geändert, sondern es gab auch strukturelle Änderungen im Land, die eigentlich positiv sind. Ja. Das ist also praktisch ein Plädoyer für, dass sich die Parteien zusammensetzen und irgendwas zusammen ausarbeiten. Absolut. Bei uns im Studio haben wir immer noch Manfred Ziegler zu Gast, einen Syrien-Experten. Hat uns auch eine Überraschung mitgebracht? Ja, ich habe eine Überraschung mitgebracht für euch. Ich gebe sie dir mal. Aha. Du wirst erstmal nicht so viel damit anfangen können, aber du kannst ja mal sagen, was du siehst. Das ist arabisch. Das ist ein grauer und ein grüner Kreis. Ein grüner Kreis zu sehen. Ja, danke, danke, Manfred. Ich sage mal was nicht, dazu. Das ist ein Faksimile eines Stimmzettels aus Syrien von der Abstimmung über die neue syrische Verfassung. Die Abstimmung hat Anfang Mai, glaube ich, stattgefunden, weiß nicht mehr, es steht hier auch kein Datum drauf. Und diesen Stimmzettel habe ich bekommen von einem Freund in Cheremana, also in diesem Vorort von Damaskus, der eigentlich sehr stolz war auf diesen Stimmzettel, weil er der Meinung ist, dass diese Abstimmung über die Verfassung und die neue Verfassung wirklich ein Schritt vorwärts ist, hin zu einem offeneren, zu einem pluralistischen Syrien. Und weil ich das auch für eine sehr wichtige Entwicklung halte, habe ich ihn gebeten, mir diesen Stimmzettel mitzugeben. Und das hat er getan. Es ist ihm sichtlich schwer gefallen. Es hat ihm schon sehr viel bedeutet, dass diese Abstimmung stattgefunden hat. Ich habe die Abstimmung damals auch in den Nachrichten, also in den syrischen Nachrichten, verfolgt. Und was immer man dazu sagt, und man kann dazu vieles sagen, wie sauber waren die Wahlen, was hat es für eine Bedeutung, ist es nur Papier oder hat es mehr Bedeutung als nur Papier zu sein, man kann darüber viel diskutieren. Aber in dem ganzen Prozess über in der Vorbereitung dieser Abstimmung über die Veränderungen in der Verfassung und vor allen Dingen in einer Bemerkung, die ich in den Fernsehnachrichten gehört habe, finde ich, dass da doch ein wichtiger Prozess stattgefunden hat, der bei uns überhaupt nicht beachtet wurde. Diese Bemerkung, die ich gehört habe, das war im Fernsehen, hat jemand, das Fernsehen hat Teilnehmer an der Abstimmung befragt, was sie davon halten, wie sie abgestimmt haben. Und es wurde auch gesagt, es wurden auch Leute interviewt, die mit Nein gestimmt haben, die Verfassung ablehnen. Und selbst im syrischen Fernsehen, ich habe das schon sehr bewusst wahrgenommen, wurde gesagt, es ist gut und wichtig, dass es auch Menschen gibt, die anderer Meinung sind. Ich finde, persönlich bin ich der Meinung, dass da schon ein Wandel zum Ausdruck kommt, den man einfach auch achten muss. Mhm. Ich habe jetzt eine Frage, die jetzt von dem Thema wegfällt. Syrien ist ja ein Vielvölkerstaat. Es gibt Araber, Kurden, Assyrer, Drusen
von den religiösen Gemeinschaften mal abgesehen, wenn du uns Manfred da mal einen kurzen Einblick gewähren könntest, also in das Völkergemisch und wo die jeweils stehen, politisch. Das Völkergemisch ist eigentlich hauptsächlich ein religiöses Gemisch. Die hauptsächlichen Linien innerhalb des Landes verlaufen eigentlich zwischen den Religionsgemeinschaften. Auf der einen Seite Christen und Alawiten. Alawiten sind eine Religionsgemeinschaft im Islam, die der schiitischen Richtung nahestehen, bewegen sich aber so, je nachdem, wie man es sehen mag, bewegen sich so zwischen dem Christentum und dem Islam. Also Alawiten und Christen auf der einen Seite, denen dann auf der anderen Seite, wenn man das so sagen muss, Sunniten gegenüberstehen. Und das sind auch schon wichtige Grenzlinien innerhalb des Konflikts. Viele Sunniten sind eigentlich für diesen aktuellen Staat in Syrien. Das sind insbesondere die besser Ausgebildeten, auch die jetzt, wenn man so will, besser Verdienenden, die Lehrer und der Mittelstand, die Gutgebildeten sind natürlich auch auf Seiten derer, die für diese Bildung Infrastruktur bereitstellen, in den dörflichen Gebieten. Das ist vielleicht nicht so sehr eine Frage des Islam, sondern der dörflichen Strukturen. In den dörflichen Strukturen sieht es ganz anders aus. Mhm. Können Sie das ein bisschen präzisieren? Der Unterschied ist praktisch zwischen Stadt und Land. Könntest du dazu was sagen? Das interessiert mich jetzt. Es verlaufen ganz viele Linien in Syrien. Solange der Staat, wenn man so will, mit harter Hand da regiert hat, waren die Grenzlinien überdeckt. Und als das Ganze ins Rutschen kam, sind meiner Meinung nach die Grenzlinien aufgebrochen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, es sind nicht nur die religiösen Grenzlinien, es ist eben ein sehr bunter Flickenteppich, den man irgendwie zusammennähen muss. Es sind die Kurden, die für sich eine eigene Rolle spielen und ihre eigene Unabhängigkeit wollen. Nebenbei bemerkt, ist das natürlich ein Grund, warum Erdogan oder die türkische Regierung sich so stark einmischt, weil sie natürlich nicht wollen, dass die Kurden in Syrien ihre Unabhängigkeit erlangen und damit für die Kurden in der Türkei ein weiteres Beispiel geben. Es ist ganz kompliziert. Es gibt christliche Gemeinden, Christen sind ungefähr 12% der Bevölkerung. Es gibt die Alawiten, sind auch ungefähr 12 oder 15% der Bevölkerung. Es gibt die Sunniten, es gibt Drusen, das sind aber die anderen Gemeinschaften sind nicht so zahlreich, dass sie da eine große Rolle spielen. Es ist ein sehr buntes Gemisch, was lange Zeit auch sehr, sehr fraglos miteinander Umgang hatte. Als ich die ersten Male in Syrien war, hat man überhaupt nicht gemerkt, bin ich jetzt in einem sunnitischen Umfeld, man wusste es überhaupt nicht. Als ich jetzt im April in Syrien war, war eigentlich immer die Frage, was bist du? Bist du Sunnit? Bist du Alawit? Bist du Christ? Wie erkennt man den einen? Wie erkennt man den anderen? Bei den Frauen ist es relativ einfach, weil vor allem die Sunnitinnen Kopftücher tragen, die Alawitinnen natürlich nicht, die Christinnen überwiegend auch nicht. Bei den Männern gibt es dann die bizarre Situation, dass es anfing, dass man dann so in Anführungszeichen geheime Erkennungszeichen hatte. Und es gab oft Situationen, wenn wir uns unterhalten haben mit einem syrischen Freund, hat er sich immer umgeschaut, nicht um zu sehen, ist da jetzt die Staatssicherheit da, sondern um zu sehen, wer ist jetzt welche, gibt es irgendwelche extremistische Sunniten, vor denen man sich vorsehen muss, sind da befreundete Alawiten, in welches Taxi kann man einsteigen, ist es ein sunnitischer Taxifahrer, ein alawitischer Taxifahrer, ganz furchtbar. Im Studio immer noch Manfred, es geht immer noch über Syrien. Manfred, wir hätten jetzt gerne ein bisschen einen Überblick über die oppositionellen Parteien. Könntest du dazu was sagen und die Rolle, die ausländische Mächte dabei spielen, also vor allen Dingen die USA und Saudi-Arabien? Ja, es ist sehr schwierig, einen Überblick über die
syrische Opposition zu erhalten. Es gibt bestimmt 50 Parteien, Gruppierungen, Organisationen, die in Syrien zur Opposition sich selbst zählen, und das Spektrum ändert sich auch. Es gibt dann Zusammenschlüsse und Neugründungen, dann gibt es, es gibt da viel Bewegung in dem Parteienspektrum Syriens, was nebenbei eigentlich auch schon ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, es gibt da also diesen Staat Syrien, der bei uns immer als das Urübel dargestellt wird, und Unterdrückung und blutige Verfolgung und was nicht alles. Und es gibt 50 oppositionelle Gruppen und Parteien in diesem Land. Es gibt einige Zentren dieser Parteien. Das bekannteste davon ist das Nationale Koordinationszentrum. Vorsitzende heißt Abdelazim, und von dieser Gruppierung hört man gelegentlich auch bei uns. Und die entscheidende Frage in Syrien ist die Frage nach der Gewalt. In direktester und unmittelbarster Art und Weise natürlich. Die Frage ist, wie stellt man sich einen politischen Wandel vor? Will man überhaupt einen politischen Wandel auf friedliche Art und Weise, oder will man einen Systemsturz durch Bürgerkrieg, durch Krieg, durch das Militär? Das Nationale Koordinationskomitee hat eine sehr zweigespaltene Haltung. Sie sagen, wir wollen friedlichen Wandel, und sie sagen aber gleichzeitig, die Freie Syrische Armee ist unverzichtbarer Teil dieses Wandels. Und die Freie Syrische Armee ist natürlich die Gruppierung, die kämpft, wie ich meine, zerstört und zerstört und zerstört. Und beides passt nicht zusammen. Ich habe mal eine Zwischenfrage, nämlich gibt es mittlerweile irgendwelche Signale von den Assad-Leuten beziehungsweise der syrischen Armee, der offiziellen syrischen Armee, die in Richtung Aussprache oder Ausgleich oder sowas sprechen? Die syrische Regierung sagt eigentlich seit dem Juni letzten Jahres, dass sie zu Gesprächen und Verhandlungen mit allen bereit ist. Das Problem war die längste Zeit, dass niemand auf Seiten der Opposition zu Gesprächen bereit war. Also so ist halt bei uns der Eindruck entstanden, dass da also überhaupt keine Gesprächsbereitschaft da ist auf der Assad-Seite. Ja, der Eindruck ist bei uns nicht entstanden, sondern ist bei uns natürlich gemacht worden. Das muss man natürlich schon sagen. Es gibt mittlerweile Gruppen, die mit der Regierung sprechen. Es ist sogar so, dass eine Gruppe der Opposition, die also nicht dem Nationalen Koordinationskomitee angehört, sondern die ein zweites Zentrum bildet, sich an den Wahlen beteiligt hat und lange Zeit darauf gedrängt hat, dass es eine Notstandsregierung aus allen Parteien geben müsse, nicht nur aus der Baath-Partei. Die Baath-Partei ist ja die Partei, die bis jetzt allein in Syrien die Macht ausgeübt hatte. Und so, mittlerweile ist es so, dass zwei Vertreter oppositioneller Gruppen in der Regierung sind und, wie ich finde, auch eine sehr wichtige Arbeit machen. Das eine ist jemand, der heißt Kadri Jamil, ist wohl aus einer offiziell kommunistischen Partei Syriens hervorgegangen, aber in Syrien gab es mehrere kommunistische Parteien. Eine davon war zugelassen, andere waren verboten. Und der andere jetzige Minister heißt Ali Haider. Ali Haider hat ein ganz wichtiges Amt inne. Er ist nämlich Minister für Versöhnung, und ich glaube, in diesem Amt macht er auch eine sehr wichtige Arbeit, insbesondere in dem Versuch, das Schicksal der Verhafteten und Verschollenen aufzuklären und natürlich auch sie frei zu bekommen. Ich habe jetzt auch noch mal eine Zwischenfrage. Diese Sachen kommen bei uns auch in den Medien nicht vor. Wo gibt es deine Möglichkeit, sich zu informieren? Wo kriegst du deine Infos her? Also ich persönlich bekomme vieles aus der syrischen Presse und aus der New York Times, aber ich meine, die syrische Presse steht erstmal unter Generalverdacht, was man so nicht
halten kann. Also man kann das schon sehr kritisch lesen und dann findet man auch viel Information. Es gibt auch, wenn du lange genug suchst im Internet, findest du all das, was ich dann in der syrischen Presse lese, auch in deutschen Übersetzungen. Also so ist es nicht, oder in englischen Übersetzungen zumindest. Die Informationen sind schon vorhanden, nur man muss sie suchen. Das ist nicht der Selbstläufer, dass ich abends die Tagesschau anschalte und dann abgefüllt werde mit den richtigen, wichtigen Informationen über Syrien. Hallo Manfred, wir haben jetzt sehr viel Negatives gehört. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, was dich so an Syrien interessiert, wie die Syrer so sind, die Landschaften. Erzähl mal was. Eigentlich habe ich nicht den Eindruck, dass wir viel Negatives gehört haben. Ich glaube, wir haben über ein schwieriges Thema gesprochen. Ja, wir haben über ein schwieriges Thema gesprochen. Und das Thema ist aus vielen Gründen umso schwieriger, wenn man selbst dann auch persönliche Bezüge hat, wenn man das Land kennt und weiß über die Probleme und die Schönheiten. Es sind ja immer beide Dinge, dann ist es natürlich noch mal was anderes, als wenn man nur vor dem Fernseher sitzt und die Nachrichten in der Tagesschau sieht. Syrien ist eigentlich ein ganz wunderbares Land. Ich war jetzt dreimal für längere Zeit in Syrien und es war jedes Mal voller Erlebnisse und von daher verstehe ich umso weniger, warum in der Vergangenheit, als es so einfach möglich war, so wenige Menschen eigentlich aus Europa nach Syrien gefahren sind. Früher, als ich das erste Mal in Syrien war, wen trifft man in Syrien? Altphilologen. Warum Altphilologen? Weil natürlich viele Altertümer, die ganze christliche Geschichte und all das mit Syrien zusammenhängen. Und deshalb gingen viele Altphilologen nach Syrien. Aber in Wirklichkeit ist es ein ganz lebendiger Staat. Insbesondere Damaskus ist eine ganz lebendige Stadt. Wenn man nach Damaskus kommt, in der Innenstadt ist es eigentlich sehr europäisch. Und das ist für mich eigentlich auch noch eins der großen Dramen. Viele, viele Menschen in Syrien, und zwar speziell die Städtischen, die auch vielleicht mehr für die Regierung sind. Im ländlichen Bereich sind ja mehr Menschen, die vielleicht mehr gegen die Regierung sind. Aber in den Städten, insbesondere in den Zentren der Städte, glaube ich, ist die Unterstützung für die Regierung nach wie vor sehr groß. Und gerade das sind die Gebiete, wo die Menschen eigentlich sehr viel von Europa halten, sehr sich dafür interessieren und eigentlich auch da ein Vorbild für sich sehen. Und dann geht Europa hin und schottet das Land ab, verhängt Sanktionen, droht mit Bomben und Krieg. Ist eigentlich vollkommen unverständlich, eigentlich unfassbar. Das Wichtigste, eins, was ich erlebt habe, war, ich habe eine Fernsehdiskussion gesehen, wo junge Syrer interviewt wurden, wo eine Diskussionsveranstaltung stattgefunden hat im Fernsehen in Aleppo mit jungen Syrern, wie sie die Zukunft sehen und wie sie die Zukunft gestalten möchten und solche Dinge. Und das war der Tag, als ein Spiel der Fußball-Champions-Meisterschaft oder wie auch immer das heißt, da lief im Fernsehen. Und dann hat man gesehen, da waren diese 10 Jugendliche, die mit dem Moderator diskutiert haben. Im Hintergrund hat man Tausende von Syrern gehört, die sich für diesen europäischen Fußballwettbewerb da viel mehr interessiert haben. Ich meine, das muss man schon auch verstehen. Das sind Menschen, die ihr Leben leben wollen und die mit ihrem Leben, bei uns gibt es viele Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. In Syrien gibt es viele Menschen, die mit ihrem Leben auch nicht zufrieden waren. Aber man konnte leben in Syrien und das war auch gut so. Und viele waren der Meinung, dass es Änderungen geben muss, aber niemand wollte diese Art von Umsturz, Mord und Totschlag, den es jetzt gibt. Das erstaunt mich jetzt, also weil ich gerade merke, ich weiß ganz wenig über Syrien. Man bekommt relativ wenig über Syrien mit, die Berichterstattung ist ziemlich dünn. Es ist immer noch Manfred in unserem Studio und mit was wolltest du weitermachen? Wir waren dabei, dass ich ein bisschen darüber gesprochen habe, wie ich die Menschen in Syrien erlebt habe. Und ich wollte da noch ein paar Dinge dazufügen. Das erste Mal, als ich in Syrien war, das war 2007,
war ich für ein paar Wochen dort. Damals war es so, dass sehr viele junge Leute aus dem Ausland nach Syrien gekommen sind, um Arabisch zu lernen. Seit dem Irakkrieg hat ja die arabische Sprache in Europa, in den USA einen immensen Aufschwung genommen. Hunderte oder Tausende von jungen Leuten sind seit damals in verschiedenen arabischen Ländern gewesen, um dort Arabisch zu lernen, eben auch in Syrien. Ich war damals für 4 Wochen und wir hatten in einem Haus in der Altstadt gewohnt. Und einfach um dem Bild dieser Polizeidiktatur, die da alles unter Kontrolle hat, so ein bisschen entgegenzutreten. Wir hatten im Internet von einem jungen Mann gehört, der Wohnungen in Syrien vermittelt. Dann haben wir dem eine E-Mail geschickt und dann hat er gesagt, wir hatten ganz spezielle Wünsche. Wir hatten gesagt, wir möchten ein Haus in der Altstadt mit einem Hof und in dem Hof sollte bitte ein Brunnen sein und wir wollten eine Heizung haben. Und dann hat er sich gemeldet und gesagt, alles kein Problem, ich habe ein Haus für euch in der Altstadt. Es hat einen Hof, es hat einen Brunnen und es hat auch eine Heizung. Es stimmte fast. Und das ist auch so ein bisschen typisch für die ganze Situation. Es stimmte fast. Es war ein Haus, es war in der Altstadt. Es gab einen Brunnen, der allerdings versiegt war. Und es gab eine Heizung, die allerdings auch versiegt war. So. Es hat fast gestimmt. Es war zu der Zeit, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch dieses Gesprächs lange darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass zu der Zeit vieles von dem sich angebahnt hat, was dann 2011 explodiert ist. Ich habe ja gesagt, dass viele Menschen nach Syrien gekommen sind. Es gab wirtschaftliche Reformen, es gab einen Aufschwung, junge Leute, die jetzt plötzlich dieses Haus hatten, ausrüsten konnten, Ausländer aufnehmen konnten als Mieter und ganz neue Dinge, die da plötzlich möglich waren. Das traf diese jungen Leute in Damaskus genauso unerwartet wie uns. Also sie waren da nicht so sehr in der Lage, das besonders gut zu managen, wie das so ist in der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft boomt, versucht man die Preise zu erhöhen. Wenn man Preise schon abgemacht hat und dann nachträglich kommt der Vermieter und sagt, er möchte gern mehr, dann passt es zwar vielleicht in unsere Zeit, ist aber unangenehm, wenn man selbst davon betroffen ist. Aber ich habe da dennoch einen der jungen Leute da jetzt im April wieder getroffen und habe mich sehr gefreut, ihn da zu treffen. Also es war schon 2007 eine sehr spannende Zeit, wo vieles sich angebahnt hat, weil diese Wirtschaftsreformen, die wir in Form dieses Hauses und der Umgestaltung dieses Hauses, in dem wir gewohnt haben, erlebt haben, hat dann auch dazu geführt, dass für viele Menschen die Spielräume enger wurden, dass sie dann ausgegrenzt wurden im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen, für die syrische Regierung jetzt nichts konnte, wie steigende Weltmarktpreise und Ähnliches. Das war mit ein Auslöser dann für das, was später geschehen ist. Ich wollte auch ankündigen, auch den Zusammenhang, in dem dieses Interview steht. Morgen am Samstag ist in Mannheim gegen 13 Uhr. Manfred, wo geht's wieder los? Ich glaube, das ist an der Abendakademie. Ganz genau, an der Ja, genau. Kurpfalzbrücke. 13 Uhr in der Abendakademie, eine Demonstration angesagt, die sich gegen den militärischen Eingriff der NATO, hier auch speziell gegen die Stationierung der deutschen Bundeswehr in der Türkei mit Patriot-Raketen wendet. Kommt also zahlreich zur Demonstration und bekundet euren Unmut mit dieser Kriegspolitik. Manfred, kannst du uns da noch was dazu sagen? Ja, ich möchte gerne noch was dazu sagen. Für mich war das eine Überraschung, als ich vor ein paar Wochen gehört habe, dass eine Gruppe DITIB, kennen ja vielleicht der ein oder andere Hörer, sich engagiert hat, eine solche Demonstration wegen des damals massiv drohenden und immer noch drohenden Krieges zwischen der Türkei und Syrien zu organisieren und in dem Zusammenhang eben auch die Frage des Syrien-Konflikts überhaupt zu thematisieren. Und wir haben da lange darüber gesprochen, wie der Aufruf zu dieser Demonstration gestaltet sein soll. Und ich fand es eine hervorragende Diskussion, in der alle ihre Vorstellungen einbringen konnten. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass der Aufruf dann so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist. Findet den, glaube ich, leicht, wenn man im Internet nachschaut und unter dem Thema
Hände weg von Syrien sucht, dann wird man auf diesen Aufruf auch stoßen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir angesichts der Situation jetzt mit dem drohenden Einsatz auch der Bundeswehr zum Schutz, wie es heißt, der Türkei, als wenn Syrien überhaupt in der Lage wäre, jetzt so einen Irrsinn zu begehen und die Türkei anzugreifen. Also wer das sich vorstellen kann, für mich ist es unvorstellbar und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir möglichst zahlreich am Samstag auf der Demonstration uns treffen. Genau, bis morgen. Go!